Hallo, ich bin Stefan, arbeite hier in Braunschweig für die Medienkoordination und in den nächsten Videos wollen wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr tollen Content für unseren YouTube-Kanal produzieren könnt. Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit, ein YouTube-Video aufzunehmen, ist entweder das Smartphone oder das Tablet zu benutzen. Smartphones haben mittlerweile eine sehr gute Optik, das heißt von der Kamera her spricht überhaupt nichts dagegen. Schwierig kann es allerdings sein, ein Smartphone über die gesamte Länge eines YouTube-Videos ruhig zu halten. Hier bieten sich kleine Fotostative an oder zum Beispiel so etwas wie ein Notenständer. Mit einem 3D-Drucker zu Hause kann man sich natürlich ein Tablet- oder Smartphone-Halter auch einfach ausdrucken. Den entsprechenden Link haben wir in die Videobeschreibung gepackt. Auch wenn heutige Smartphones sehr gute Bildqualität liefern, haben sie doch einen Manko. Ihre Tonqualität lässt sehr zu wünschen übrig. Hier empfehlen sich für professionelle YouTube-Videos auf jeden Fall externe Mikros. Die nächste Möglichkeit, die es gibt, ist eine gute Webcam. Hier sind die Aufnahmen gleich im Computer und müssen nicht erst überspielt werden. Hier solltet ihr allerdings darauf achten, dass die Kamera HD-fähig ist und einen guten Autofokus besitzt. In der Regel haben Videocamcorder jedoch eine bessere Qualität als Webcams, die man einfach an den Rechner anschließt. Achtet hier bitte auch wieder darauf, dass wenn ihr so etwas nutzt, ein Stativ oder ein sicherer Stand der Kamera ganz wichtig ist. Die wahrscheinlich beste Qualität erreicht ihr mit DSLR-Kameras, die ihr direkt an den Rechner anschließt oder wo ihr das Video direkt drauf aufnehmt. Für gewöhnlich kann man DSLR-Kameras nicht einfach an den USB-Port eines Computers anschließen. Es braucht dafür einen speziellen Konverter von HDMI auf USB. Die sind allerdings relativ teuer und sollten vielleicht nicht gleich zu Beginn gekauft werden. Zu guter Letzt gehört natürlich zu einem guten Bild auch immer ein guter Ton, also denkt daran, auch hier ein externes Mikrofon zu benutzen. Wenn ihr oben rechts auf den Info-Button klickt, kommt ihr zu unserem nächsten Video, wo wir euch eine kleine Auswahl von Programmen zeigen, die ihr zur Nachbearbeitung eurer Videos nutzen könnt.